Ich gelobe Besserung. Naja, eigentlich eher Verschlechterung. Ich nehme meine Hand-Let's Plays ja unabhängig von meinen Twitch-Streams auf, weil ich nicht will, dass sich mein Content doppelt und weil ich hier auf YouTube nur wirklich gute Matches zeigen will. Ihr sollt euch ja nicht langweilen, indem ihr mir beim Sterben zuschaut. Nun haben aber neulich einige von euch im Twitch-Chat gesagt, dass es vielleicht nicht ganz so spannend ist, wenn man schon aus Erfahrung weiß, dass meine Let's Plays immer ein Happy End haben. Und wer mir auf Twitch zuschaut, weiß, die Realität sieht anders aus. Also habe ich mich entschlossen, fortan nicht mehr nur Matches hochzuladen, in denen ich als strahlender Sieger von Platz gehe, sondern auch mal als Verlierer, damit es unvorhersehbar bleibt. Ob das jetzt hier ein glorreicher Sieg oder eine schwitzige Niederlage wird, das werdet ihr dann halt sehen. Ich bin auf jeden Fall mit zwei Randoms unterwegs und habe eine Winnie mit Levering dabei. Die kann ja lange Distanzen und Nahkampf, mehr braucht man da also eigentlich gar nicht. Deshalb als Zweitwaffe einen Säbel, etwa für den Boss. Das ist in dieser Runde die Spinne und sie ist auch ganz alleine, also zieht es natürlich alle Teams hierher. Eins kommt da schon auch aus Richtung Church angetrabt, aber es ist sicher nur eine Frage der Zeit, bis die anderen auch noch hier aufschlagen. Oh, da sind sie schon. Oh, leck. Wo kommt die denn jetzt noch her? Muss mal einen rausnehmen da. Der Hund. Wo haben die denn jetzt her, alle? Da liegt er. Oh, ja, okay. Naja, passt. Ist ja jetzt auch wieder voll live, wenn er aufsteht. Aber es war nicht unser. Oh, es war nicht unser Banish. It wasn't our Banish, right? There is another team of Spider. Ah, crap. Okay, die haben wir knapp verpasst. Hab ich Vulture? Nee, hab ich gar nicht. Sonst zurückgehalten. Shit. Ja, das ist natürlich wirklich shit. Ah ja, das war dann die eine Fehles. Da liegt die andere. Und dann hatten wir noch weiter im Norden Schüsse. Oh. Dolch. Von da am Fenster aus kann man mich sehen. Ich hätte gerne die Dolch, ehrlich gesagt. So. So finde ich es gut. Und für den Notfall da mal noch reinladen. Möchte ich die eigentlich gar nicht mal unbedingt pushen. Denn die müssen ja eh relativ weit laufen. Hm? War da einer? Nee.
wie sie uns da die geklaut haben. Frech. Wobei die beiden Mates haben Shotguns. Können die eigentlich genauso gut auch pushen gehen. Na komm. So möchte ich sitzen. Hm. Klingt so, als hätten die auch Shotguns. So, weiter im Norden rennt ja auf jeden Fall auch noch ein Team rum. Nice. Das müssten wir da eigentlich rein, aber die werden jede Sekunde werden sie aufheben und dann sehen sie alles. Da sollen sie erstmal checken. Ah, das andere Team ist da. Der Handwerker. Ja gut, da gibt es mehrere, die sich so nennen. Oh, der eine ist jetzt richtig low. Das neue Team. Oh, der eine ist jetzt tot, wie es aussieht. Gerade einer reingesprungen. Oh wow. Ist das wohl eine echte? Ist auch nicht was los. Froh, dass ich mich nicht entschieden habe, die Afto da zu pushen. Ja, jetzt lebt da hinten irgendwo, lebt nur einer. Wir hatten eine Laserkanone. Laser Bornheim. Nice. Nice shot. There's a lot of death going around. Oh, es könnte sogar noch ein Trade gewesen sein. Das habe ich aber zu spät verstanden. Ich dachte mal, hier oben. Oben ist ja, ist ja Konstantina. Oh, geh rein und hol mich. Nein, Treppe hoch! Bevor sie kommen! Bevor sie kommen. Oh oh oh. Oh oh oh. Wenn es wieder gut ist. Oh! Oh, das haben sie aber schön. Haben sie schön gepusht. Schade. Schade, bis hierhin lief es so gut. Ja, und schade wäre natürlich auch, wenn ihr jetzt sagen würdet, jetzt ist das Video angeklickt, jetzt stirbt der. Wie normale Leute.
Tja, ich bin halt ein normaler Lloyd. Aber dann gibt es jetzt eben noch eine Runde. Und zwar eine, die ich gar nicht verlieren kann. Nämlich Quick Play. Gewinne ich ja immer. Und hier geht es auch gleich schon im ersten Compound los mit der Schießerei. Da läuft doch einer rum. Da läuft doch einer rum. Schießt. Das erlaubt es. Er läuft komischerweise weg. Vielleicht hat er... Okay. Ah, nicht okay. Uff. Okay, noch mehr Kiel. Ja, oder so. Ja, das sind die ganzen Fans. Die kommen schon für die Band am 10. Dezember. Habe ich meinen Heal zurückbekommen? Nee. Schade. So, dann mal ab in die Testimonial Church. Und natürlich habe ich wieder einen nutzlosen Scopesmith als erstes bekommen. So, machen wir das hier auch mal noch voll. Ein Hohn ist das! Wer meine Streams anschaut, weiß, dass ich wirklich praktisch jedes Mal zu Beginn irgendeinen Scopesmith-Trade bekomme. Das sind so ungefähr die nutzlosesten im Quick Play. Weil es ja am Ende immer auf Nahkampf hinausläuft. Oder nicht immer, aber man kommt oft in diese Situation. Oh, da ist auch der Kunde. Und da braucht man natürlich kein Scope. Aber ja gut, wenn man es hinten aus dem Match rausschafft, ist es manchmal ganz nett, aber doch nicht Dead Eye. Naja. Lass ich es drauf ankommen. Hä, war es nicht eben. Genau. So ein Typ. Oh. So, jetzt aber auch knapp jetzt hier. Oh. I needed that. Wie habe ich mich denn so vertan? Der sieht ganz anders aus. Kurz Munition rausnehmen. Okay. Nice. Aber ich kann die Dual Pistols behalten. Ja, es ist. Wie machen wir denn das jetzt? So machen wir das jetzt. Und das gefällt mir gut. Die andere habe ich gar nicht gelootet. Habe ich sie beide nicht gelootet, glaube ich. Denn das gibt ja alles noch irgendwelche Consumables. Oh! Ja gut, das ist auch nicht schlecht. Mit Bajonett. Aber für den Nahkampf habe ich ja dann die Shotgun. Sie sind von hier gekommen. Ich hoffe also, hier ist mal gerade feindfrei. Da hätte ich schön noch eine Chaos Bomb da lassen können. Ah,
Ich muss schnell hinten raus. Munitionswagen auch noch. Das ist ja... Ne. Sparks, nein, danke. So, oh! Das gibt's auch noch. Das gibt's auch noch, Doktor on top. Da meint es jemand gut mit mir. Hey. Rebell, die repetiert mir zu langsam. Und die Vetterli macht ja auch ordentlich Damage. Ein Silencer, das ist schon praktisch. Auch da hinten ist direkt der nächste Wagen. Naja, vielleicht gibt es da ja eine BRT oder eine Mosin. Oder eine Crown, was weiß ich. Ja schon mal gucken. Ja, aber mit 3 Kills bis hierher ist dieses Viertel der Map, glaube ich, verhältnismäßig entspannt. Okay. Ja, hat da hinten einer gebimmelt? Hat da einer eine Glocke gehört, oder bin ich doof? So viel zu verhältnismäßig entspannt. Oh, der hat sogar eine große. Oh, Dual Terminus. Ist Quatsch. Aber die große ist halt super jetzt gleich für die Verteidigung. Also, wenn es denn so weit kommt. Na komm. Missionsmäßig muss das reichen. Was höre ich denn da immer? Bin ich doof? Na, jetzt muss ich halt nur lebendig da reinkommen. Die kleine Terminus jetzt nach dem Anschuss doch immer noch 2 Treffer gebraucht. Oh. Nein! Wie knapp! Ja, nu, jetzt brauche ich irgendwas anderes für die Mitteldistanz. Da wäre ich durchgelaufen. Hätte das funktionieren? Ich hätte die kleine. Keine Terminus ablegen müssen. Ja, es ist nicht so weit. Ich habe, glaube ich, noch genug Zeit, um hier mal kurz noch nach einer Pistole zu suchen. Spritze, ne? Viel Dynamit jetzt als Angreifer gleich. Ist schon gut. Ich die gerade halt auch noch voll. Ja, Mist. Keine Pistole. Ah. Das ist natürlich gut. So, die nehmen wir noch mit. Moment, hatte ich nicht irgendeine große gefunden? Ja. Besser. Ja, so gesehen kann ich mir jetzt ein bisschen Zeit lassen. Denn, nee, so viel Zeit kann ich mir gar nicht lassen. Es sind ja nur noch 144 Ticks. Halt original nichts, um auf mittlere Distanz da angehen zu können.
Ja, da kommen halt auch. Gut, da muss ich halt jetzt drauf, dran, drüber. Oh. Okay, nur noch 200 Sekunden. Okay, das sind gut 3 Minuten. In der Zeit mache ich Kinder. Der läuft hier so angespannt rum, als hätte er gerade erst Menschen gesehen. Na gut. Hatte seine Chance. Ist halt schon gut, wenn man Ingame-Voice anmacht. Er steht da immer noch. Oh! Ah, weil er einen Scope hat. Ah. Ich hätte die Packs von dem anderen holen sollen. Oh, das war der letzte tatsächlich. Ja, dann gönn dir die Terminus. Ja, Mensch, da habe ich schon wieder getan. Hab schon wieder verloren. Seht ihr mal, ganz normal. Also, zukünftig wird es hier mehr Niederlagen geben, solange sie eben auch spannend sind. Und wer mal live zuschauen will, kann das gerne auf twitch.tv/Sigismund tun. Da werdet ihr sehen, dass ich nicht jede Runde gewinne und auch nicht so schön verliere wie hier. Aber die schönsten und besten seid eh ihr. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich bin der Fabian. Bis dann. Ciao.